Hallo ihr Lieben, ich habe es in Zeiten des blöden Viruses geschafft, meine Kinder mal 5 Minuten zur Ruhe zu kriegen. Und deswegen mache ich euch schnell ein Video, denn ich habe noch was Tolles entdeckt. Ich habe euch ja schon mehrere Arten von festen Maschen gezeigt, in welche Maschenglieder man stechen kann, vorne, hinten, noch weiter hinten. Das seht ihr in den anderen Videos. Jetzt habe ich noch etwas, das auch einfach nur mit der festen Masche gemacht wird, aber normalerweise habt ihr ja dieses Maschenbild, das sind V-Maschen, also feste Maschen, die dann ja aussehen hinterher wie ein V, wenn man sie immer nur von einer Seite macht, also in Runden. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr machen könnt, dass sie aussehen wie Xe, also wie Kreuze. Man nennt das auch Cross-Stitch oder Kreuzmasche, wie auch immer. Es ist aber auch nur eine feste Masche, und es passiert einfach nur durch die Art, wie wir den Faden holen. Das finde ich ja schon wieder bombastisch. Achtet bitte nicht auf meine Fingernägel. Auch Corona hat mein Nagelstudio geschlossen, also von daher habt Erbarmen. So, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Dafür hole ich euch mal einmal näher dran. So, also normalerweise macht ihr eine feste Masche, indem ihr durchstecht, den Faden, also eure Häkelnadel leicht dreht, den Faden von auf der Nadel durchzieht und dann die feste Masche macht. Na? Das ist der ganz normale feste Maschenstich. Da ist jetzt nichts Neues dran, wenn ihr feste Maschen könnt. So, wie mache ich, dass es ein Kreuz wird? Ich steche durch, drehe aber die Häkelnadel nicht und hole den Faden von oben, sondern ich steche durch und hole den Faden so, wie er ist, von unten. Also der liegt unter meiner Häkelnadel. So hole ich den durch und dann mache ich die feste Masche. Das ist für die ersten Momente ein klein wenig ungewohnt, ne? Also da muss man sich auch kurz konzentrieren, dass man nicht so macht, wie man es sonst macht. Aber ich sag mal, spätestens nach einer Runde hat sich das genauso automatisiert wie sonst auch, wenn ihr häkelt. Und ich muss sagen, also seht ihr, ne? Es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur den Faden unter der Häkelnadel lassen und nicht so wie sonst von oben auf der Häkelnadel. Und ich finde, wenn ich euch mal das Maschenbild zeige, es ist, hier unten sind die normalen, die V-Maschen, also die ganz normale feste Masche. Sie ist schon sehr elastisch und auch weich. Ich habe jetzt extra mit einer größeren Nadel gehäkelt, um euch die Maschen besser zu zeigen. Aber trotz allem ist hier oben die Kreuzmasche oder die X-Masche fester, also sehr viel stabiler. Und das Maschenbild ist gerader. Seht ihr das? Also es ist irgendwie nicht so, ja, zur Seite verschoben oder zur Seite gekippt. Es sieht alles irgendwie gerade übereinander aus. Hier seht ihr auch sofort die drei V-Maschen, die ich gemacht habe, oder vier. Könnt ihr das erkennen? Und dann habe ich ja wieder mit den X-Maschen weitergemacht. Ich habe euch ja nur gezeigt, wie ihr das normalerweise macht. Also das sind die Kreuzmaschen. Da sind die V-Maschen zwischen. So, aber im Großen und Ganzen seht ihr, was ich meine, oder? Und wie gesagt, das ist alles nur, indem man den Faden unter der Häkelnadel lässt und nicht die Nadel dreht und den Faden nach oben holt. Hammer, oder? Wieder was gelernt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, stay at home. Der ganze Scheiß geht auch vorbei. Liebste Grüße!